Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg zockt. Ja, wir sind hier am Kopfbahnhof in Martfeld und das ist schon auch ein sehr schönes Stück, wie ich finde, habe ich gerade festgestellt vorhin. Sehr nett das Ganze. Wo ist jetzt der Kran hin? Hier war gerade noch ein Kran. Weg. Naja gut, haben schon fertig gebaut. Was machen wir denn heute? Ja, ganz einfach. Erstens, die brauchen hier einen Zug, mehrere Züge. Und die brauchen Busse. Hier unten in Annaberg machen wir das erste Tram, die erste Tramlinie. Und was ich aber auch noch dringend machen möchte, ist hier irgendwie diese Holzlinie. Funktioniert nicht so richtig. Kann sein, dass da schon was in den Kommentaren stand. Das konnte ich nicht lesen. Ich nehme wieder am Stück auf. Erstens aus Lust an der Sache. Und zweitens, ja, muss man halt, wenn man tägliche Folgen macht. Jetzt, was stimmt denn hier nicht? Ich würde sagen, wir machen zuerst mal das. Denn es bringt nichts, hier Züge raufzusetzen, diese Linie fertig zu machen, wenn die Linie hier unten nicht funktioniert. Denn dann macht natürlich die ganze Linie keinen Gewinn. Im Gegenteil, der nimmt seine Baumstämme wieder mit. Aha, okay, also irgendwas passt hier überhaupt nicht. Ich habe ja einen leisen Verdacht. Was natürlich sein könnte, ist, dass die Reichweite nicht reicht. Also sprich, wir fahren natürlich hier außen rum, dass wir deswegen die Linie nicht bekommen. Wir können das ja mal testen, wenn wir hier den Zug nehmen. Cargo. Wir haben übrigens noch einen neuen Bahnhof. Ist eine Mod. Güterbahnhof ohne Mittelrampe. Werden wir gleich mal benutzen, wenn das so hier kommt, wie ich es vermute. Nämlich, ja, das sieht man schon. Wenn wir das anlegen hier, die Straße wird sozusagen genutzt, aber wir kommen gar nicht zur Fabrik. Ach, du grüne Neune. Okay, das müssen wir tatsächlich nochmal neu machen. Drehen, dann kann ich mal hier gucken. Ja, hier sieht man es. Links unten die Fabrik wird bedient. Ja gut, dann einmal Bagger. Pause machen, damit hier niemand sich allzu sehr erschreckt, weil plötzlich sein Bahnhof weg ist. Das alles nochmal weg. Ja, ist schade. Das kostet jetzt natürlich auch Geld. Aber da bin ich ein bisschen dem Trugschluss erlegen, dass wenn der Bahnhof hier oben ist, dass der mit Sicherheit nah genug dran ist. Ja, es geht halt um die Straße, nicht um die Gleise. Deswegen funktioniert das so nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier alles wegnehmen müssen. Bau nicht möglich, ich möchte nicht bauen. Hä? Moment. Nehmen wir die Straße auch noch weg, die kriegen sie zurück. Ja, vielleicht doch noch mal ein Stückchen. Okay, und jetzt wohin mit diesem Bahnhof? Ich habe da eine Idee, und zwar eben, wir nehmen diesen Güterbahnhof ohne Mittelrampe, mit, ich würde mal sagen, was kostest du mit 4 Gleisen? Dann siehst du relativ cool aus. 100.000, das machen wir mal. Ist jetzt halt doch eher Schönbau, aber guck mal, 89.000. Kostet genau gleich viel, also das ist eigentlich egal. Und das sieht definitiv besser aus. Und wenn wir den jetzt hier so hinstellen, dann haben wir sogar noch eine optische Verbesserung zuvor hin, würde ich sagen. Vielleicht noch ein bisschen runter. Oh, das ist doch nett, was man nicht alles machen kann bei diesem Spiel. Ja, sehr schön. Jetzt sieht es aus, als würde dieses Depot und dieser LKW-Ladeplatz auch noch irgendwie zum Bahnhof gehören. Sehr nett. Gut, Gleise. Bedient wird hier nur das erste. Wenn ich das richtig verstanden habe, die anderen drei sind Durchfahrtsgleise. Deswegen müssen wir das so machen, dass wir das hier so verbinden. Stimmt das? Das rechte Gleis, das heißt, wir kommen dann... Oh, hier hat es jetzt aber das Ganze... Nee, doch nicht. Das sah grad, ja, je nach Winkel, seht ihr das? So sieht es verbuggt aus, so stimmt es eigentlich wieder. Aber das ist vielleicht auch, weil wir gerade bauen. Auf alle Fälle, wir fahren hier durch auf der rechten Seite und können dann hier beladen und den hinten wieder raus. Und wenn wir zurückkommen, geht es hier rein und dann fahren wir durch den Bahnhof durch. Da brauchen wir keinen Halt mehr. Gut, was kostet das? 36.000 ist gebonkt. So, hier oben blinkt schon. Ich nehme an, das liegt an dieser Straße. Die kriegt er gleich zurück. Wir gehen mal hier rein. Dann gehen wir hier auch noch rein, würde ich mal vorschlagen, wenn wir die Gleise schon haben. Und das geht dann nicht, dann müssen wir hier rüber. Geht auch. Und dann gehen wir hier rein. Einfach der Optik zuliebe. So, kostet ja nicht viel und sieht eigentlich schon mal relativ nett aus. Mal gucken, was die Linie dann macht. Ich nehme mal an, sie benutzt dieses zweite Gleis.
Also wenn sie aus der Richtung hier kommt. Gut. Ja, das können wir natürlich auch nochmal ändern. Das machen wir jetzt zweigleisig, wenn der Bahnhof da zweigleisig befahren wird. Wir müssen sowieso wahrscheinlich... Wir können hier nicht eine Krümmung machen. Wie doof. Ach, geht eigentlich. Okay, dann machen wir hier eine Krümmung wie doof. Und gehen da hinten dann so rein. Ohne, dass das hier irgendwie schlenkert und macht und tut, wäre meine Idee. 100, ja, 86. Hä? Kriegen wir das nicht so hin, dass der... Halt, da brauche ich aber nicht einen Bahnhof. Da brauche ich das hier. Dass der ein bisschen schneller hier durchdüst. Mal gucken. Schon interessant, dass man wirklich, wie das alles problemlos geht. Bei Tränenfieber, man hätte sich das alles völlig abschminken können, was ich hier gerade mache. Hier mitten auf der Straße das Gleis nehmen. Cool. Gut. Schön. Also, hier lang. Hier unten sehen wir noch den alten Bahnhof. Der ist natürlich noch, sozusagen, der wird noch berechnet, falls wir den Bahnhof nur ein bisschen verschieben wollen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Gab es bei Tränenfieber schon. Dann wird die Linie übernommen jetzt. Aber der ist hier zu weit weg. Das wird nicht funktionieren. Gut, jetzt haben wir hier auch noch Gleise. Das heißt, die werden wir natürlich auch noch verbraten. So, sonst machen wir das nie, weil wir brauchen hier wahrscheinlich diese zusätzlichen Gleise, die wir hier haben, nicht wirklich. Sondern das ist halt, wie gesagt, Schönbau. Gibt dem Zug die Möglichkeit, wir könnten den mit Wegpunkten natürlich auch dazu bringen, dass er hier eins von den beiden Gleisen benutzt. Wir gucken mal. Wobei ist mir schon lieber, er nimmt den schnellsten Weg, denn der soll ja doch auch einen wirtschaftlichen Nutzen haben. Ja, gut. Hätten wir eigentlich. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, Kollege Linie. Nur sichtbar. Machen wir mal Eisenbahn. Das wäre dann Bretter Gups. Jetzt müssen wir das natürlich anpassen. Wir haben hier leckten Transfer sogar zweimal drin. Das kommt weg. Da haben wir keinen Bahnhof mehr. Und dann haben wir hier Gübs-Abzweig. Also nach Gübs-Abzweig wollen wir hier lang. Und auf dem Rückweg nicht mehr anhalten. Deswegen machen wir da nichts mehr. Und nach Gübs-Abzweig, das ist die Fabrik da unten, fährt er dann direkt nach, also nach Gübs-Abzweigung, da muss man noch richtig lesen, fährt er dann nach Gübs-Abzweig. Könnten wir umbenennen, ist mir klar. Lassen wir jetzt aber für den Moment. Und dann können wir eigentlich mal laufen lassen. Und mal gucken, was passiert. Die Linie haben wir noch nicht. Das wäre auch ein bisschen ganz gar schnell gegangen. Erst muss man hier das Ding hier weg. Würde ich meinen. Ist das hier gerade ein Holzzug, der da hinten daherkommt? Dampfend schnaubend? Jawohl. Sehr schön. Gut. Der müsste den Fahrplan eigentlich schon übernommen haben. Wobei, das Ding ist hier immer noch am Rechnen. Ja, da hat man aber doch ordentlich Zeit. Guck mal. Ja, gleich ist voll. Und dann ist Feierabend. Was blinkt denn hier oben? Die Straße. Ich nehme mal an, das ist die Straße hier hinten. Die hätten sie gern wieder zurück. Die kriegen sie. Das ist die falsche. Das ist die richtige. Zack. Und schon hört es auf zu blinken. Keine Warnungen. Okay. Hier kommt der Zug. Wie sieht es hier aus? Wir haben die Linie noch nicht, aber das kann jetzt eigentlich nicht mehr allzu lange dauern. Gute Idee mit diesem Bahnhof, finde ich. Dass man eben auch einen Bahnhof hat, bei dem die Güterzüge einfach nur durchrauschen. So, und der rauscht jetzt hier. Man sieht, der benutzt das schnellste Gleis. Das ist halt eben dieses zweite. Das ist auch okay. Damit er hier schnell nach da hinten kommt. Jetzt kann man sich fragen, warum haben wir hier Strom? Ja, weil hier wahrscheinlich künftig dann irgendwann auch mal noch elektrische Lokomotiven fahren. Wir haben das Jahr 1944. Ewig kann es eigentlich nicht mehr dauern. So, nochmal Kontrollblick. Jetzt hat es, glaube ich, gerade umgeschaltet. Okay, jetzt klappt's. Linienbenutzung, ja. Bestens, dann haben wir diese Linie gerettet. Hier haben wir eh schon. Das erste Brett liegt schon da. Hier hinten das mit den Baumstämmen funktioniert auch. Und den hier oben, den brauchen wir. Weil der liefert die Baumstämme noch nach hier unten. Die liefern hier ja auch Bretter. Zu diesem Bahnhof, zur Fabrik. Gut, hätten wir das geklärt. Da muss ich ein bisschen aufpassen künftig. Wenn man das schon sieht,
was noch im Einzugsgebiet liegt und was eben nicht, dann sollte man das auch besser betrachten. Aber eben, ich hatte eigentlich keine Chance. Wenn man den Bahnhof zuerst baut, dann wird natürlich nichts eingezeichnet. Man sollte die Bahnhöfe, wenn möglich, an Straßen anlegen. Dann sieht man, ob es reicht oder nicht. Gut, hast du schon was dabei? Ja, ich nehme es doch mal stark an. 52 von 64, fast schon voll. Gut, und hier, ja, das passt, das können wir so lassen. Gut, gehen wir zurück nach Martfeld und Co., denn eben, die brauchen noch Busse und die da unten einen Tram. Und wenn sie das haben, dann werden wir dann mal noch Züge hier raufsetzen, ganz klar. Aber jetzt machen wir zuerst die Busse, ist, glaube ich, sinnvoller. Haben wir hier schon eine Bushaltestelle? Nö, dann machen wir eine. Bus war hier. Nee. Bus war hier. Person natürlich. Kriegen wir hier vielleicht noch so ein Teil irgendwo hin? Wenn ich drehe. Das würde noch gehen. Ist das nah genug? Sieht man das? Sieht nicht so aus. Aber hier hinten würde das natürlich noch hinpassen. Und da sieht man, der Bahnhof, der wird auch bedient so. Warum nicht? Oder, ja, wobei, bauen die hier noch? Die werden hier noch bauen. Ich möchte ihnen da nicht den Platz wegnehmen. Das wäre viel schöner, wenn hier Häuser stehen. Wir können ja mal testen. Okay, das bringt... Doch, das bringt dem Bahnhof auch was. Das ist aber schon wirklich zu weit weg. Das bringt dann irgendwie uns nichts. Okay, hier geht's auch. Ist aber halt, ist auch zu weit weg. Kriegen wir einen D hier noch dazwischen? Wir müssen ja nicht den großen nehmen, nicht zwingend. Wisst ihr was, wir nehmen den kleinen. Da können wir wenigstens die Dinger hinstellen, wo wir wollen. Machen wir mal hier, das wäre genau beim Ausgang. Jetzt brauchen wir die Landnutzung. Einmal außenrum. Gut. Wir haben hier natürlich wieder Straßen nicht fertig gebaut. Da müssen wir ein bisschen genauer basteln. Hier rauf, und ich möchte nicht allzu teuer werden. Da muss ein Haus weg. Das kostet gleich eine Viertelmillion. Das geht nicht. Ach was, das Haus muss weg, egal was wir hier oder wie wir es hier bauen. Tatsächlich. Das ist ja auch, das ist ja ein Vogel. Der kann doch nicht sein Haus hier hinstellen und wir können nachher die Straße nicht mehr weiterbauen. Gibt's ja nicht. Ja, wir machen es jetzt einfach mal, auch wenn es halt Geld kostet. Ich möchte die Straße verbunden haben. Hier unten den Rest lassen wir mal. Also zurück zu... Ich gehe jedes Mal zum Bahnhof. Es ist unglaublich. Okay, hier lang. Wir gehen mal in die Richtung. Bauen die mal hier hin. Dann hier oben durch. Dann hier lang. Jetzt habe ich die Straße gebaut und nutze sie nicht. Kann man natürlich auch sagen. Ist wahr. Aber ja, sie werden hier noch bauen. Und dann werden wir halt die Buslinie natürlich noch entsprechend ausbauen. Und hier hinten ist Feierabend. Da wollen wir hier wieder unten durch. Gehen mal hier noch lang. Und hier wieder zum Bahnhof zurück. Okay, eine Linie, eine neue. Wow, herrlich. Das Grün. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Das nehmen wir natürlich gerne mit. So, hier lang, da oben. Wie gesagt, das lassen wir für den Moment mal noch stehen. Künftig werden wir darauf müssen, in der Zukunft. Das ist ganz klar. Dann gibt es nicht eine ellenlange Linie. Ist ja auch nicht schlecht, wenn wir mal eine kürzere haben. Dann müssen die Leute einfach ein bisschen laufen. Das machen sie eigentlich auch, wenn es nicht allzu weit ist. Gut, passt. Das wäre dann Bus. Arg, das aber auch nie steht, wie das Städtchen heißt. Nein, muss ich nochmal zumachen. Ich habe es gesagt bei Beginn, Martfeld, aber ja. Das alles merken. Hier war der Bus. Jawohl, hurra. Bringt mir noch nichts. Ich brauche nicht den Bus. Ich brauche die Linie. Moment, haben wir hier alle. Sonst klappt das natürlich nicht. Neue Linie. Linie 1 bzw. Bus Martfeld. So, jetzt haben wir es gleich. Bus. Bus. Martfeld. Okay. Ein Depot. Ja, wir sind hier so ab vom Schuss. Hätten wir hier eins? Nicht zwingend. Ich würde sagen, wir machen hier eins. Da hinten haben wir wahrscheinlich auch eins, aber
Das leisten wir uns jetzt einfach mal. So, normales Straßenfahrzeugdepot natürlich. Wo können wir dich hinstellen, wo es noch cool aussieht? Wenn das gehen würde? Ja, funktioniert mit dem Straßenanschluss nicht wirklich schön. Da muss sogar ein Dingens weg. Nee, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Nochmal drehen. Vielleicht doch irgendwie hier hin. Klappt auch mit der Straße leider nicht. Sonst müssen hinten Gebäude weichen. Das möchte ich nicht. Dann kommst du hier hin. Passt das so? Ja. Eigentlich ja. Genau. Gut. Fahrzeuge tütüt. Da kommt gerade was Neues. Studebaker. Sehr schön. Ein geschlossener Güterwagen. Bestens. Es bessert. Passagier brauchen wir jetzt aber. Und da nehmen wir mal 12 Passagiere. 145.000. 13 Passagiere. Wir nehmen mal die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich denke mal fast, das müsste reichen. Bus Smartfeld. Werden wir uns natürlich ansehen. So, auch sehr nett. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Okay, und gleich mal die Linie betrachten. 105 Sekunden. Wisst ihr was? Da gönnen wir uns nochmal 1, 2, 3. Damit wir möglichst auf die 60 Sekunden kommen. Bus Smartfeld. Machen wir zu. Schön, wie sie in verschiedene Richtungen fahren. Das ist natürlich schon klasse. Wo fährt denn der hin? Hier hat es nicht mal eine Haltestelle. Aber sieht cool aus. Hier mit dem Bahnhof hier oben links. Gefällt mir sehr gut. Wenn man hier so entlang läuft Richtung Bahnhof und man den ganzen Bahnhof schon sieht. Jetzt fehlen natürlich noch die Züge. Die werden kommen. Auch keine Frage. Da bauen sie schon wieder. Sehr schön. Hallo Kran. Freut mich. Gut, die Busse hier haben wir. Nochmal kontrollieren. 70 Sekunden, das passt. Gut, ab nach Annaberg. Unser erstes Tram wartet auf uns. Schön, hey, cool. Wir müssen natürlich dann hier noch Schienen verlegen. Aber erstmal gucken wegen den Straßen. Da helfen wir ihnen mal noch auf normale Art und Weise, ohne Schiene. Sonst haben wir da Schiene und dort keine. Richtige Straße finden. Moment. Nein. Müsste schon die hier sein. Ja, mehr oder weniger. Doch, doch, ist die. Hier wollen wir auch noch runter. Die 25.000, die haben wir. Sonst noch irgendwo? Ja, hier, definitiv. Okay, dann haben wir hier eine steile Kurve. Gefällt mir immer gut. Dann müssen die Fahrzeuge schlängeln, wenn sie ein bisschen länger sind. Das passt. Landnutzung. Und Straße. Man müsste ja nur lesen, dann würde man sehen, ob es Zug oder oder Ding ist. Den Bahnhof haben wir. In der Stadt drin nehmen wir die. Wir fahren. Ja, ich würde mal sagen, hier durchs Zentrum durch. Werden wir. Ja, wir können ja in die Richtung fahren. Dann oben durch. Okay, machen wir so. Also, von hier, hier rüber. Dann halten wir hier. Gehen hier lang. Hier rüber, halten hier noch. Wollen wir außen rum oder hier durch? Ich würde mal sagen, wir gehen hier durch. Wir können ja später natürlich dann immer noch Bussysteme machen. Gehen hier lang, also als zusätzliche Verstärkung. So meine ich es. Okay, dann können wir hier zurück. Das ist eigentlich perfekt so. Gut, dann wieder dahin. Neue Linie. Mal gucken, was wir für eine Farbe haben. Ja. Ist auch akzeptabel. Das wäre dann so, 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 so und so und so und so und von hier wieder zurück hierhin und dann den ganzen Spaß wieder ganz zurück. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und wieder hier rein. So, Gleise, beziehungsweise wir schreiben es mal an. Erwischen müsste man es noch. So, jetzt hat es geklappt. Das wäre dann Tram. Und da steht auch der Name da unten. Annaberg. Sehr schön. Dankeschön. Gekauft. Ein Tram braucht Schiene. Also, wir müssen hier zum Zauberwerkzeug. Straßenmodifizierung. Oberleitung. Nee, Moment. Brauchen wir das hier?
Busspur, ja. Tramgleis elektrisch, ja. Okay, wir modifizieren mal. Halt überall, wo das Tram langfährt. So halbwegs habe ich es, glaube ich, noch im Kopf. Das wäre hier lang, dann hier rauf. Dann haben wir gesagt, wir fahren hier innen durch. Geht schon auch relativ schön von der Hand, das Ganze. Wenn wir dann hier sind, ich brauche die Perspektive des Bahnhofs. Da fahren wir hier runter. Und hier wieder zurück. Haben wir überall Gleis? Ich denke ja, wir testen das mal mit der eingezeichneten Linie. Sieht man sogar halbwegs die Gleise. Sehr schön. Ich denke mal ja, man kann natürlich auch auf die Oberleitungen achten. Haben wir hier ein Gleis? Ja, oh ja, doch, doch. Hier die Kurven auch. Ja, auch sehr schöne Fahrzeuge hier, diese alten Oldtimer. Wow, cool. Gut, die Kurven nochmal kurz betrachten. Nein, nein, das passt schon. Das passt sogar sehr gut. Gut, dann bräuchten wir ein Tramdepot. Tramdepot hätten wir hier. Wo passt du schön hin? Mal testen. Ich mag halt die Sachen immer relativ gerne, möglichst nah beim Bahnhof, muss ich schon sagen. Sieht einfach cool aus. Das passt hier auch noch hin. Okay, machen wir das so. Na. Okay, und hier außenrum würde ich dann glatt noch Bäume setzen, wenn sie nicht bauen. Da müssen wir aber gucken, ob sie nicht vielleicht hier doch noch zubauen. So, auch sehr schön, dieses Gebäude. Wow, cool. Trams kaufen. Ich habe keinen blassen, was wir haben. Wir haben hier die hier. Tram aus der Heimatstadt des Spiels. Schaffhausen. Oh, sehr nett. Peter Witt. Nordamerikanisch. Typ 11 Museum. Okay, und das ist wieder die amerikanische Version. Was machen wir denn? 11, 11, 16. Hier passen eigentlich am meisten Leute rein. Wir können ja... was haben wir denn an Geld? 6 Millionen. Wir müssen dann mal noch was zurückzahlen. Wisst ihr was? Wir nehmen mal jede, damit wir jede mal sehen. 4 Trams brauchen wir sowieso. Dann können wir uns die alle mal in Ruhe ansehen. Ist jetzt vielleicht nicht typisch in der Stadt drin, dass man lauter verschiedene Tram hat, aber ja, ist ja egal. Ist ja nicht die Realität, ist ein Spiel und wir wollen die Fahrzeuge sehen. Also, ich zumindest. Ich nehme an, ihr auch. Linie zuweisen. Da haben wir nur eine Möglichkeit. Aha, Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Das werden wir ändern. Haben wir hier kein Gleis? Nö. Hier haben wir tatsächlich kein Gleis. Der Einwand war gerechtfertigt. Hier war das. Elektrisch, Busspur. So, jetzt haben wir aber ein Gleis. Jetzt müsste eigentlich klappen. Linie zuweisen. Tram Annaberg. Und das passt auch. So, gleich mal gucken gehen. Halt, hier noch das abstellen. Sehr schön. So ein Tram hat halt einfach auch schon definitiv auch was. Und da, ja, mit dem Fahrer drin. Ich liebe es. Der arme Mann hat zwar keinen Kopf, der ist ein bisschen zu groß. Aber okay, aber bei dem Tram hier sieht es relativ sehr, sehr nett aus. Cool, der geht hier gleich mal zum Bahnhof, der andere auch. Die fahren weiter. Was haben wir für einen Takt? Reichen die 4? 4 Minuten. Das ist natürlich dann doch ein bisschen okay. Nicht wirklich ideal. Wir nehmen mal nochmal. Ich würde sagen, wir nehmen die aus Schaffhausen. So, zu Ehren von Urban Games, dem Hersteller des Spiels. Linie zuweisen. Tram Annaberg. Kosten ja auch nicht die Welt. Und dann haben wir hier 111 Sekunden. Das ist irgendwie so richtig was gebracht, hat das auch nicht. Oder muss ich das doch erst einpendeln? Eben, in einem Kommentar stand mal, dass das berechnet wird anhand der Strecke und so weiter. Das habe ich ja mal erklärt. Reichen die echt nicht? Das sind zu viele eigentlich. Und die fahren ja auch schön und sie haben auch einen sehr, sehr schönen Sound. Oh, wie schön das aussieht. Ich muss nochmal schnell gucken. Tram. Moment, wir können mal nur sichtbar wegmachen.
107 Sekunden. Okay, nochmal welche. Sie kosten ja wie gesagt nicht viel. Dann nehmen wir jetzt aber hier mal nochmal. Einmal den, einmal den und einmal den. Den Tram, ja genau. Ob's reicht? Wir schauen. Annaberg. Den Zug wollte ich eigentlich. Das sind aber keine Züge, deswegen. So, Linie. 75 Sekunden, jetzt passt. Und dann würde ich sagen, lasst uns doch mal hier noch schnell einsteigen, wenn man das schon machen kann. Tram Annaberg unterwegs nach Erlenweg. Sehr schön. Da sind sogar die einzelnen Etappen oder ja, Haltestellen noch eingezeichnet. Unten. Sehr nett. Man sieht schon, die Häuser haben sich auch verändert jetzt langsam. Oder die verändern sich langsam im Laufe der Zeit hier. Wir haben 1900, ich weiß es gar nicht auswendig, ich sehe es gerade nicht, aber müsste so 45, 46, 47 sein wahrscheinlich. Cool. Ja, das machen wir auch alles nochmal. Sobald dann die Züge hier in der Stadt auch noch fahren, dann dürfte das relativ sehr, sehr nett aussehen, wenn man zum Bahnhof zurückkommt. Es hat halt was. Also ich kenne das so aus der Realität, dass das so aussieht. Klar, es ist keine fotorealistische Grafik. Das wäre irgendwie auch schade, finde ich. Aber ja, dieses Gefühl, wenn man mit dem Bus oder der Bahn hier durch die Stadt durchfährt, das ja, ist schon etwa so halt. Da kommt uns einer entgegen. Cool. Okay, wir steigen mal wieder aus. Wir haben noch was zu tun. Nämlich, ja, wo wir es gerade von Zügen hatten, wir müssen Züge auf diese Linie setzen. Wir haben 9 Millionen. Wir werden jetzt also nicht einen Kredit zurückzahlen, sondern wir werden hier Züge kaufen. Ein Depot. Ja, guck mal, hier haben wir ja sowas von schön Platz. Das wäre ja ein Jammer, wenn wir hier nicht noch ein Depot hinstellen würden. So, und zwar genau hier hin, einmal drehen. Genau, irgendwie so. Mal von oben gucken, Vogelperspektive. Da können wir sogar noch ein bisschen weiter nach hinten. Das ist ja völlig sensationell. Moment, ein bisschen zurück wieder, sonst müssen wir das Haus abreißen. Das möchte ich natürlich verhindern. Okay. Sehr schön. Wow. Ach, kann man hier, kann man natürlich schon Modelleisenbahn bauen. Da geht mir alleine schon von der Vorstellung her das Herz auf. Sehr schön. Hm. Wie machen wir das? Hier an den Bahnsteig ran? Oder ich würde sagen, wir machen so. Wir machen dann glatt nochmal ein Gleis. Hier innen mit einer Weiche. Okay, kommen wir hier noch dran vorbei. Büb, büb, da kommt wieder was. Ein Autosave. Das möchte so nicht gehen. Wir werden gleich mal gucken. Aha, neuer Zug. Okay, wir brauchen ja sowieso Züge. Oh, da wollte es doch gerade. Wollte es hier nicht anlegen? Wenn wir es aus der Richtung machen, wäre schon zu schön. Also hier rüber. Ja, das... Nee, das wird nicht klappen. Krümmung zu groß. Schade, schade, schade. Sollen wir es nochmal abreißen? Wir reißen nochmal ab. Von hier und machen dann eine kleine Kurve. Dass wir hier reinkommen. So zum Beispiel. Dann müssen wir doch hier jetzt auch rüberkommen. Denkste. Doch, es geht. Es geht. Hat geklappt. Gut, passt. Jetzt hier halt irgendwie einfach noch rein. Da haben wir aber eine Weiche. Ja, da müssen wir noch ein bisschen weiterfahren. Oder wir... Ja, kommen wir hier rein? Nein. Das wird nicht klappen. Nicht, wenn da eine Weiche ist. Das geht dann beim besten Willen nicht. Und hier ist dann die Krümmung zu groß. Okay, wir legen das hier nochmal an. Und fahren hier auch nochmal rüber. Tüt, tüt. Jo. Moment. War nicht möglich, das kann ich so nicht akzeptieren. Nicht bei dem Spiel. Geht doch. Anlegen geht nicht. Wäre doch schöner. Doch, geht. In Schritten bauen, in kleinen. Ah, jetzt ist aber hier die Krümmung zu groß. Das ist ja interessant. Dann haben wir es hier aber nicht angelegt. Dann kommt das nochmal weg. Und hier wieder rein. So, irgendwie ist es ein bisschen komisch ohne den
Bulldozer-Sound, wenn man etwas abreißt. Wie findet ihr das? Schreibt das doch mal, bitte mal in die Kommentare. Soll ich die Mod wieder rauskicken? Hier haben wir die Registrierkasse, die fehlt mir überhaupt nicht. Dieses Kling-Kling-Kling, wenn irgendwo Geld verdient wird. Aber ja, hier haben wir dieses Rums, wenn man was abreißt, fehlt. Das unterstreicht halt das Ganze noch ein bisschen. Das finde ich jetzt nicht komplett falsch. So, wir wollen hier mal in dieses Gleis rein. Können wir das? Jawohl. Bestens. Jetzt müssen wir aber nochmal schnell gucken wegen dem Signal. Hier vorne wäre das. Wobei, ja doch, im Prinzip macht es schon Sinn, hier ein Signal hinzustellen. Hier kommen wir vom Depot. Das heißt, hier stellen wir auch noch eins hin. Das stellen wir aber... Ah, da haben wir natürlich die Straße. Das machen wir anders. Ne, das lassen wir. Hier fährt im Moment sowieso keiner durch. Da hängt uns dann auch keiner auf die Straße rauf. Also können wir das wirklich so lassen. Gut, lasst uns eine Linie einzeichnen. Wir wollen von... Ich muss mal gucken. Nein, nicht von hier hinten, sondern von hier startend. Flintback nach hier hinten. Hier rein. Dann hier runter nach Annaberg. Wo ist der Bahnhof? Hier oben. Das funktioniert so nicht, sieht man, weil er den Rückweg nicht findet. Jetzt wird es gleich wieder klappen, dass die Linie eingezeichnet ist. Zack, genau. Ja, haben wir eigentlich schon. Von Martfeld fährt er dann wieder nach Flintbeck. Das wäre hier. Passt. Okay, das wäre dann eigentlich Interregio. Ich weiß, man kann es abkürzen als IR. Das Problem ist aber, wir haben jetzt die anderen alle Interregio genannt. Deswegen würde ich eigentlich gern dabei bleiben. Und zwar wäre das von Flintbeck nach Annaberg eigentlich. Okay. Geht nicht hin. Anna. Geht nicht. Okay, von Flintbeck nach Anna. Ist auch okay. Das kann man erkennen, was das ist. So, und jetzt wird es interessant. Wir haben hier unten ja ein Depot. Also, Züge kaufen. Das mache ich mit Freude. Lokomotiven, oder wir können mal bei den Triebwagen gucken. Pioneer Zephyr, 5 Millionen. Ja, das können wir uns nicht mal leisten. Oh, oh, oh. Sollen wir noch mal einen Kredit aufnehmen? Man kann, habe ich gelesen, bis 100 Millionen gehen. Es kostet dann aber entsprechend Zinsen natürlich. Wir leihen uns mal noch mal was. So, damit wir hier Züge raufkriegen. Wie schnell bist du? 177, das ist schnell. Kostet fast eine Million. Wie sieht es mit dir aus? Gefällt mir nicht so wirklich. Was haben wir hier noch? Krokodil passt da natürlich nicht wirklich dazu. Wir haben erstaunlich viele Dampflokomotiven immer noch. Haben wir dich nicht schon? Nee, nicht bei dem Preis. 8 Millionen. Mir gefällt die Auswahl nicht wahnsinnig, muss ich sagen. Die haben wir hier noch nicht. Ah, aber die haut mich halt auch nicht um. Die kostet 6 Millionen und nochmal eine gute Million Betriebskosten im Jahr. Ich weiß nicht, was wir nehmen sollen. Das ist jetzt natürlich ganz genial. Ich hätte irgendwie gerne so eine Elektro- Lok, eine modernere, aber nicht 1946. Und die Big Boy, die ist jenseits dessen, was wir bezahlen können. 12 Millionen. Hiawatha. 8 Millionen. Gott, sind die alle teuer. Sollen wir nochmal eine Dampflokomotivenstrecke machen? 4 Millionen. 120. Das finde ich gar nicht schlecht. Flying Scotsman. London. Wir kaufen dich mal. Wir brauchen sowieso mehrere Züge. Ich würde mal sagen, 3 Stück brauchen wir. Aber wir müssen da gucken, dass uns die Linie nicht ruiniert. Mikado. Güterzuglokomotive? Nö. Sollen wir die halt doch mal nehmen? Dann haben wir die auch im Sortiment. Sie ist halt dann für meinen Geschmack zu teuer. Alleine schon, was die hier für Betriebskosten haben. Wir kaufen sie mal. Wir können ja einen Kredit aufnehmen. So, und jetzt vielleicht doch noch den hier für 5 Millionen. Wir müssen nochmal aufnehmen. So, dann sind wir wieder bei den 20 Millionen. Die hatten wir schon mal. Wir nehmen den mal noch. Okay, der hat wenigstens die Wagen schon.
kann 52 Leute mitnehmen. Und hier brauchen wir natürlich die Wagen noch. 2 Millionen. Das reicht niemals. Wir brauchen noch mehr Geld. Es ist ein Elend. In den Kommentaren stand, schade, hast du nicht von Anfang an ohne, also keine Kosten-Mod genommen. Ja, eben. Ich habe eigentlich in der ersten Folge ganz zu Beginn gesagt, warum ich das nicht gemacht habe. Ich möchte das Wirtschaftssystem kennenlernen, aber ganz Unrecht hat der Kommentarschreiber natürlich dann doch nicht. So, 110, 180. Wir nehmen mal 1 Million. Puh, 1, 2, 3, 4. Ja, wir können hier, wir gehen mal auf 30 Millionen. Sonst bin ich hier dauernd wieder am Leihen. Das bringt nichts. Wie viele haben wir jetzt? Die sind sowieso falsch. Moment. So, ich würde die mal zur Dampflokomotive stellen. Auf das Tempo habe ich jetzt natürlich auch nicht groß geachtet, aber wir brauchen nochmal so einen. Mal 4. Ach, warum nicht 5? Und dann hätten wir gerne noch die 120 für diese Lokomotive. Die passen perfekt. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Machen wir mal 6-mal. Hat schön. Ne, 5-mal hat gereicht. Für 6 hatten wir dann doch zu wenig Kohle. Schade. So. Nein, nein, nein. Du bleibst, wo du bist. Du sollst noch runter. Okay, 5. Ich möchte aber 6, haben wir gesagt. Reicht das Geld nicht. Okay, wir leihen uns nochmal 1 Million. Jetzt reicht's. Ist das schon wieder runtergegangen? Oder hat es den wieder hier hinten hingehängt? Nein. Jetzt reicht's. Okay. Gut. Wo hat es ihn hingehängt? Hier unten hin, wo er hingehört. Gut, dann können wir hier zumachen. Jetzt haben wir ordentlich Schulden. Dafür haben wir 3 neue kolossale Züge. Die kosten halt elend viel. Für das Geld hätten wir in jeder Stadt einen Flughafen hinstellen können und nochmal 3 Flugzeuge kaufen. Aber wir setzen jetzt auf die Züge. Gut, Linie zuweisen. Interregio Flintbeck Anna. Das klappt auch. Gut, aber wir sind völlig über die Zeit. Zugucken, wie die fahren und mitfahren. Das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ui, der. Heieiei, der sieht aus wie ein Spiegel. Ein fahrender Spiegel. Heiliges bisschen. Sehr modern, sehr futuristisch. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Dann fahren wir mit. Tschüss.